Die dümmste Aktion von Battlestate Games. Und damit herzlich willkommen zu einem Video. Und heute reden wir kurz. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Seit heute früh. Also drehen wir nochmal kurz die Zeit zurück. Gestern Abend wurde ein neuer Patch angekündigt. Patch 14.6. Und der ist jetzt draußen. Und was zum Teufel ist passiert? Was macht BSG da in Russland? What the fuck? Also, heute in der Früh kündigen die Patch. Zeigen sie. Oh mein Gott, ich bin so durcheinander. Ich bin seit heute früh komplett durcheinander. Also ich lasse es einfach so, wie ich jetzt rede. Seit heute früh gibt es die Patch Notes und mein Gott, ist das eskaliert. Jesus Christ. Also wir haben die neue Edition. Ich habe den Namen vergessen, super. So, die neue Edition, die heißt der Unheard Edition. Die kostet 250 Euro. Jesus Christ, oh mein Gott. Und wenn du Edge of Darkness hast, die damalige teuerste Edition, dann kostet die rund 115 Euro mit Mehrwertsteuer einberechnet. So, und das Ding ist komplette Eskalation. Discord, hier Discord, brennt. Der Discord von Battlestate Games oder der Discord von Escape from Tarkov, komplett, der brennt seit Stunden. Und das erinnert mich einfach an The Day Before damals. Das war genauso wie damals über The Day Before. Einfach ein Wahnsinn. So, wir haben im Hauptmenü einen neuen Button unten rechts, PvE-Zone. Aber du brauchst halt natürlich die Edition, die habe ich nicht, sonst würde ich draufklicken. So, was kannst du damit machen in der PvE-Zone? Da kannst du offline, solo oder Koop spielen ohne Wipes. Der Fortschritt wird da nicht gelöscht, der wird für immer bleiben. Du kannst mit Freunden spielen, du kannst allein spielen, wie du willst. Es gibt Quests, alle Quests sind verfügbar in der Offline-Version. Aber halt hinter dieser 250-Euro-Edition gesperrt oder 115, kommt davon. Wenn du reinkommst in die PvE-Zone, wird es erstmal gar nicht funktionieren, weil die Server überlastet sind. Du kriegst erstmal Error-Meldung, du kommst gar nicht rein. Schon mal gut gemacht, Battlestate Games. So, wir haben aber auch natürlich auch noch Pay-to-Win-Funktion in der neuesten Version. So, wir haben jetzt nämlich hier. Also, es gibt anscheinend ein Zeichen, der anhört. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ein Radiogegenstand, der kommt in einen Special Slot rein. So, der Gegenstand kann einen speziellen Slot ausgerüstet werden. So, ja, genau. Der Gegenstand ermöglicht einen 50-prozentigen Rabatt auf Geldtransaktionen im Raid. So, versicherte Gegenstände werden 30% schneller erstattet. Mit sechs oder mehr Fans ansehen, schießen Scavs nicht sofort bei einer Entfernung von mehr als 60 Metern. Das ist komplett. Ich weiß nicht, es fühlt sich an, als ob ich gerade ein chinesisches, ein Chinese Pay-to-Win-Game vorlesen, aber das ist tatsächlich Escape from Tarkov. So, verfügbar in zukünftigen Updates. Jetzt kommt der Wahnsinn. So, ermöglicht den Bau einer speziellen Zone im Hideout. Einzigartiger Gegenstand Notsignalgerät. Wenn der Gegenstand aktiviert wird, erzeugt er einen hellen Blitz und ein lautes Tonsignal, was auch immer das heißt. Sobald diese Funktion aktiviert ist, erhalten alle Spieler auf deiner Freundesliste eine Benachrichtigung, dass sie deinem Raid beitreten können, um dich zu unterstützen. Also so PUBG-mäßig wirst du abgeworfen und landest bei deinen Freunden. Sehr cool. Anscheinend soll das auch bei Online funktionieren. Also PvP. Ich bin da aber nicht sicher. Wie gesagt, das ist jetzt alles hier am Eskalieren. Keiner weiß, was abgeht. Der Patch ist erst vor kurzem rausgekommen bei meiner Aufnahme. Ich glaube, die Leute werden es noch herausfinden. Aber das ist einfach nur der Wahnsinn. So, neben anderen Sachen haben wir auch noch Gegenstände. Diese Gegenstände bekommst du. Also das ist Beer PMC, das ist Usyk PMC, was du bekommst. Wir haben aber, du glaubst, wenn du die teuerste Edition hast, kriegst du ein bisschen mehr Stashlines als Edge of Darkness. Die PMC-Taschen ist jetzt wie eine Scav-Weste. Du kannst mehr Gegenstände auf dem Flea Market verkaufen. Du kriegst ein Weapon Case, ein Lucky Scav Box und ein Ammo Case von Anfang an. Manche Skills, da bin ich mir nicht sicher, manche Skills sind auf Level 3 oder fangen mit Level 3 an oder alle, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das alle sind oder manche Skills. Also ja, das ist einfach nur krank. Also wenn wir nochmal den Discord hier anschauen, einfach nur der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was sich BSG dabei gedacht hat, das zu machen. Das ist Katastrophe. Ich glaube, ich glaube heute am 25.04. wird noch ein Statement kommen. Vielleicht ist es schon draußen, während das Video hochlädt, aber aktuell nicht. Wie die das Problem lösen können, ist, indem die diese neueste Edition kostenlos für alle Edge of Darkness Spieler rausbringen und dann die
neueste Version für 100 Euro verkaufen. Das ist die logischste, das ist so, hast du gefixt. Oder du machst halt Koop for free, keine Ahnung, aber die haben, also, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Problem lösen könnt. Aber ich bin für heute fertig, also ich habe mich gestern Abend gefreut, cool neuer Patch, heute in der Früh, komplett am Arsch, Digga, jetzt. Gut, dass ich heute nicht streamen muss, Digga, also, das ist ja, holy shit. Gebt mir eure Meinung in die Kommentare, ich wünsche euch einen schönen Abend und tschüss.